Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Fußballschuh-News hier auf eurem Fußballschuh-Kanal Nummer 1. Heute als wir die neuesten Informationen aus der Welt der Fußballschuhe und unter anderem Kylian Mbappé. Heute ein entscheidendes Thema. Wie hat Nike das wieder hinbekommen? Worum es geht, das schauen wir uns jetzt an, denn es gibt einen neuen Kylian Mbappé Signature-Schuh. Außerdem sehr, sehr spannender Fußballschuh, der aktuell bei der WM zu sehen ist, den es so eigentlich gar nicht gibt, beziehungsweise noch nicht gibt. Und auch ein sehr, sehr cooler Leak zu einem kommenden Nike-Pack, was mich noch nicht ganz so überzeugt. Was dahinter steckt, schauen wir uns natürlich jetzt an. Ich würde sagen, genug gelabert, wir starten rein in die heutige Folge. Bevor wir reinstarten in die heutige Folge der Fußballschuh-News, es kam ein neuer Schuh an, den ihr aus der letzten Folge kennt. Dazu wollt ihr ein Video haben, das wird natürlich dann auch die kommenden Tage online kommen. Ich zeige euch mal ganz kurz, um welchen Schuh es geht. Und zwar in dieser unscheinbaren Verpackung befindet er sich, dieser Fußballschuh. Was es damit auf sich hat, warum er so limitiert ist und was ihn so krass macht, gibt es dann, wie gesagt, morgen in ein extra Video. Aber es gibt noch einen weiteren Fußballschuh, der interessant ist. Und zwar befindet er sich hier drin, kennt ihr natürlich schon. Und zwar der Neymar Junior Signature Schuh, der Puma Future Dream Chaser. Den gibt es nämlich aktuell auf Instagram zu gewinnen, deswegen schaut dort gerne vorbei. Link zum Gewinnspiel gibt es unten in der Beschreibung, denn das Gewinnspiel läuft jetzt nur noch am Wochenende, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann ist es schon wieder vorbei, deswegen schaut gerne vorbei. Und wie gesagt, morgen neuer Schuh-Test bzw. neues Unboxing. Seid gespannt, jetzt starten wir aber erstmal rein in die heutige Folge. Wir starten also rein in die neue Folge und ich habe hier auch schon einen Fußballschuh dabei, der so ein bisschen eine Rolle spielt bei dem ersten Fund. Und zwar, das ist natürlich der Nike Superfly 9 CR7 Signature Schuh. Speziell für die WM hat ja Nike für ihn einen eigenen Signature Schuh rausgebracht. Ist nichts Besonderes, denn auch ein gewisser Neymar Junior hat den Puma Future Dream Chaser bekommen, den es ja auch aktuell bei uns im Gewinnspiel gibt. Ein sehr heftiger Fußballschuh und wer darf natürlich dann auch nicht fehlen? Lionel Messi, auch er hat einen goldenen Fußballschuh bekommen, speziell für die WM. Gab es auch für ihn einen sehr, sehr heftigen Signature-Schuh, der Adidas X Speedport Legenda. Dass also für die Topspieler, speziell für die WM, ein eigener Fußballschuh kommt, ist absolut nichts Neues. Aber was neu ist, ist, dass Kylian Mbappé keinen bekommen hat. Zumindest bisher nicht, denn ihr habt es gehört, dieses Mal lag der Fokus auf CR7 seiner letzten WM. Deswegen hat auch er hier einen Signature-Schuh bekommen. Aber jetzt ist es soweit, auch Kylian Mbappé bekommt einen Signature-Schuh. Und dieses Mal macht Nike komplett anders. Warum? Wir schauen uns erstmal den Schuh an, und zwar am Fuß bei Kylian Mbappé. Und man sieht auch schon direkt hier das Highlight des Schuhs, sage ich mal, und zwar die Frankreich-Flagge. Sprich, es ist auch hier natürlich ein Signature-Schuh, der auf die Nationalmannschaft angelehnt ist. Aber was fällt auf? Moment mal, das ist doch eigentlich der reguläre Nike Superfly aus dem Nike Generation Pack. Hatten wir ja auch schon im Playtest, dieses bronzene Colorway mit den pinken Details. Ist ja das offizielle Nike WM Pack, was er bisher auch getragen hat. Jetzt hat Nike aber den Schuh angepasst zur Kylian Mbappé Edition. Was natürlich erst auffällt, ist diese Flagge. Wir haben auch ein Unboxing-Video, wo man aber sieht, nicht nur das ist ja anders an diesem Fußballschuh. Fällt natürlich am meisten auf, diese Flagge am Fersenbereich bzw. im Sohlenbereich. Sieht irgendwie überraschenderweise extrem geil aus. Ich weiß nicht warum. Aber auch Mbappé statt Airzoom steht am Fußballschuh oder auch KM statt Airzoom am Tag. Und natürlich auch auf der Sohle, an der Einlegesohle ist Mbappé untergebracht. Also doch mehr Highlights, als man jetzt auf den ersten Blick sieht. Und ich weiß nicht warum, aber Nike hat es wieder geschafft, dass ich mir diesen Fußballschuh kaufen werde. Es ist eigentlich nur ein Schuh mit einer Frankreich-Flagge, aber irgendwie sieht er trotzdem so geil aus, dass ich den mir tatsächlich holen würde, beziehungsweise werde logischerweise, denn wir werden das Ganze natürlich für euch zeigen. Falls ihr euch den Schuh auch sichern wollt, wir haben euch natürlich das schon rausgesucht. Ich weiß noch nicht, ob das, wenn das Video online ist, ob der Schuh schon rausgekommen ist. Wenn nicht, findet ihr alle Links unten in der Beschreibung zum Release, weil der Schuh wird wieder sehr schnell ausverkauft sein. Deswegen seid auf jeden Fall schnell. Wir werden es bei Deinem Fußballschuh auf jeden Fall auf Instagram posten. Solltet also auf jeden Fall folgen, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und natürlich alles in der Beschreibung, falls ihr da unbedingt vorbeischauen wollt. Wir werden den Schuh natürlich dann für euch noch im Unboxing haben, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber auf jeden Fall krass zu sehen, dass Nike immer so einen komplett anderen Weg geht. Das hat man bisher noch nicht gesehen, dass einfach der reguläre Schuh angepasst ist. Aber ich weiß nicht, ich kann es mir ehrlich gesagt wirklich nicht erklären, warum ich den feiere, obwohl es eigentlich nur so ein bisschen angepasst ist. Aber manchmal ist auch das Schlichte, was den Schuh so gut macht.
extrem krass auf jeden Fall zu sehen. Mbappé jetzt auch mit seinem eigenen Signature-Schuh, beziehungsweise eigener Signature-Schuh, ist ein bisschen übertrieben. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Feiert ihr die Idee oder sagt ihr nein, da hätte man auf jeden Fall einen komplett eigener Fußballschuh machen müssen. Nicht einfach nur eine Flagge an die Ferse klatschen. Vor allem, ich bin kein Franzose logischerweise, sondern Deutscher, für den die WM ja jetzt leider schon vorbei ist. Aber trotzdem werde ich mir den Schuh wahrscheinlich holen, weil ich das einfach feiere. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Bleiben wir direkt mal bei Nike, denn es gibt hier das erste Unboxing-Video, kann man sagen, zum kommenden Nike-Pack, was uns wohl Anfang nächstes Jahres erreichen wird. Und ich blende es euch mal ein. Wir sehen hier ein Colorway, das wir aus der vergangenen Folge oder den vergangenen Folgen Fußballschuh-News schon kennen. Weiß-blau, und ich muss sagen, einerseits helle Fußballschuh feiere ich immer, aber irgendwie kann ich mit der Optik noch nicht so viel anfangen. Weiß nicht, wie es euch da geht. Könnt natürlich auch gerne hierzu Feedback da lassen. Das wird wohl das erste Pack sein. 2023 ist ja auch schon bald soweit. Aber wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, wie es dann in der Hand aussieht. Das werden wir natürlich dann extra für checken. Das kommt natürlich dann auch auf jeden Fall als Playtest auf diesem Kanal online. Wir werden alle neuen Nike-Fußballschuhe für euch natürlich testen. Deswegen solltet ihr den Kanal unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. Kommen wir zum nächsten Fußballschuh. Und zwar befindet er sich hier drin. Ein Mizuno-Fußballschuh hat uns heute erreicht. Und so, wir machen die Box mal auf. Ein sehr, sehr auffälliges, gewöhnungsbedürftiges Colorway hier. Das WM-Pack von Mizuno, der Mizuno Alpha haben wir hier am Start. Sieht man auch hier in der Ferse, ich zeige es euch nochmal, wenn es scharf stellt, Mizuno Alpha. Ich glaube, es spiegelt ein bisschen den Speedboot. Sieht auf jeden Fall krass auf, ist gewöhnungsbedürftig, vor allem diese sehr, sehr auffällige Sohle mit diesem Chrom-Effekt hier vorne. Aber ja, das ist das WM-Pack von Mizuno. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, den Mizuno Alpha aus dem WM-Pack, also hier so ein bisschen Wüstenoptik mit diesem Orangen an der Sohle. Und das ist, wie gesagt, der neue Speedboot von Mizuno. Kennt ihr auch schon aus unserem Review, haben wir für euch natürlich auch schon getestet in einem anderen Colorway. Ich muss sagen, dieses Blau gefällt mir jetzt nicht so wirklich, ist nicht so meins, ist sehr auffällig, vor allem in Kombination mit diesem Chrom- oder Bronze-Look an der Sohle. Erinnert so ein bisschen an Nike-Schuh, merke ich gerade. Vom Obermaterial ein extrem dünner Fußballschuh, habe heute bei 3 Grad gedreht. Das war wirklich sehr, sehr kalt und unangenehm. Mit diesem Fußballschuh waren die Fußzehen auch direkt eingefroren. Aber wer es natürlich feiert, ein dünnes Obermaterial, einen sehr leichten Fußballschuh, findet hier natürlich eine absolute ultimative Waffe, muss man eigentlich ganz klar so sagen. Sehr, sehr dünn, sehr, sehr leicht ist ja der Fußballschuh von Sergio Ramos. Weiß jetzt nicht, ob das zu seiner Spielweise so gut passt, aber er ist ja nicht mehr dieser harte Kerl wie früher, sondern natürlich ein bisschen angepasst in das heutige Spiel. Aber wie gesagt, das ist der Sergio Ramos Fußballschuh, der Mizuno Alpha. Falls ihr mehr Infos über diesen Fußballschuh haben wollt, ihr wisst natürlich, den haben wir für euch natürlich auch schon, ihr habt es gehört, im Playtest bzw. Review. Ist natürlich für euch oben verlinkt, schaut dort gerne vorbei, falls ihr mehr Infos über diesen sehr, sehr speziellen Fußballschuh wissen wollt. Denn der ist auf jeden Fall anders, als man es erwartet, allein schon wie flach der geschnitten ist. Und auch das Obermaterial ist definitiv besonders, was dahinter steckt. Gibt es natürlich dann für euch im separaten Video. Kommen wir mal zu meinem WM-Favoriten, und zwar Brasilien. Bevor wir zum Schuhfund kommen, erstmal eine Frage an euch. Was ist euer Fazit zum WM-Ausscheiden von Deutschland? Ich bin auf jeden Fall krass enttäuscht gewesen gestern, hatte mehr erwartet, vor allem nach der letzten WM. Da war ich damals tatsächlich sogar in Russland beim Spiel gegen Südkorea, wo es dann auch ums entscheidende Spiel eigentlich geht, um weiterzukommen, wo Deutschland auch verloren hat. Das war für mich ein absoluter Schock, vor allem wenn man vor Ort da extra hingereist ist. 16 Stunden war ich unterwegs, bis ich beim Stadion war in Kasan und dann sowas. Und jetzt gestern so ein richtiger Flashback. Extrem heftig auf jeden Fall. Spanien sind jetzt ein Stück weit unsympathischer als vorher, obwohl es unser eigenes Verschulden ist, das ist ganz klar. Das Spiel ist natürlich, oder das entscheidende Spiel war natürlich gegen Japan. Ist sehr, sehr schade, ist aber ein anderes Thema. Bin mal gespannt, wie ihr das seht und wer jetzt euer Favorit ist. Für mich ist es Brasilien. Und da kommen wir jetzt auch direkt zu Gabriel Jesus, der jetzt einfach im Spiel schon den neuen Adidas Predator trägt, den wir ja auch schon für euch in den Leaks hatten. Diesen sehr, sehr speziellen Adidas Predator Comeback der Spikes, kann man sagen, der ja hier auch im Spiel schon getragen wird. Weiß nicht, warum Adidas da nichts sagt oder es erlaubt, denn der Schuh ist natürlich noch nicht draußen. Aber auf jeden Fall für mich ein sehr geiler Schuh, beziehungsweise sehr viel Hoffnung, dass der wieder besser ist. Der wird uns dann wohl im Januar 2023 erwarten und den werden wir natürlich für euch definitiv dann testen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu Under Armour, einer Marke, von der ich ja großer Fan bin und einem sehr, sehr geile Fußballschuhe gebracht haben, die leider immer sehr, sehr unterschätzt waren. Jetzt gibt es einen neuen Schuh, und zwar der Under Armour Clone Magnetico 2.0, und dazu gibt es auch schon ein kleines Unboxing auf Instagram. Farbtechnisch auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig, auch von der Oberflächenstruktur. Der Schuh ist von der Form ja auch so ein bisschen
krass, sage ich jetzt einfach mal, anders auf jeden Fall. Hat ein sehr, sehr weiches Obermaterial, sehr, sehr enger Sitz. Also ich hatte den Schuh ja auch in der 1.0-Variante oder der ersten Generation schon getestet. Fand den Clone Magnetico oder den Magnetico früher extrem heftig, auch den Glatchfit 3D und so weiter. Da waren echt geile Schuhe dabei. Deshalb war auch die Frage von mir jetzt, soll man diesen Fußballschuh testen? Den Under Armour Clone Magnetico 2.0, den trägt ja auch Trent Alexander-Arnold bei der WM beispielsweise. Das heißt, es wäre auf jeden Fall mal eine Idee, denn zu testen, was hat sich verändert, kann Under Armour immer noch mithalten. Also ist ja krass unterschätzt gewesen. Ich glaube, wenige kennen die Fußballschuhe überhaupt. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, gerne Feedback da lassen, dann werden wir auch diesen Fußballschuh für euch natürlich testen. Das war's dann auch schon wieder zu den Fußballschuh-News mit den neuesten Informationen aus der Welt der Fußballschuhe. Bin sehr gespannt auf euer Feedback zum Kylian Mbappé Fußballschuh. Bin mir sicher, auch der wird wieder schnell ausverkauft sein, deswegen schaut gerne unten in der Beschreibung vorbei, falls ihr euch den Schuh sichern wollt. Bin sehr gespannt auf euer Feedback zum Mbappé-Schuh. Feiert ihr das Ganze? Sagt ihr, ach, da hätte man auch ein bisschen mehr machen können. Bin ich sehr gespannt. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns dann schon wieder morgen im Video, habt ihr es gehört, zum Nike-Fußballschuh. Seid gespannt. Kommt dann morgen auch schon wieder um 11 Uhr das nächste Video. Macht ordentlich Welle, würde mich freuen, denn unser Ziel sind ja die 100.000 Abonnenten. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. So bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand und unterstützt meine Arbeit enorm. Aus dem Gewinnspiel abchecken. Es kommt auch schon bald wieder das nächste. Deswegen vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Ich hoffe, das Ganze kommt auch so rüber. Und wir sehen uns dann morgen im Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.